Herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag. Schön, dass du wieder dabei bist. Sorge, um jemand anderen zu haben, kann schon öfters vorkommen. Speziell, wenn man Kinder hat und das Beste für die Kinder möchte. Oder die Sorge um den Partner. Oder einfach die Sorge um einen dir nahestehenden Menschen. Meistens bekundet man die Sorge, indem man mit dem Betroffenen darüber redet und dann wird man entweder beruhigt mit »Ach, du siehst das zu eng« oder »Bitte mach dir keine Sorgen« oder man stößt auf Widerstand und bekommt zu hören »Ach, lass mich doch mit deiner Sorge in Ruhe«. Oder es kommt noch dicker, man wird ignoriert, weil unsere Sorge dem Gegenüber kein Vertrauen schenkt. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt angekommen. Man vertraut nicht auf dessen Leben und die Sorge bekräftigt dies mit »Du hast dein Leben nicht im Griff, du machst was falsch, du bist nicht richtig, so wie du bist.« Schlussendlich fehlt es an der Annahme, Akzeptanz und dem Vertrauen, dass vielleicht derjenige diese Erfahrung für das Leben benötigt. Naja, was machen wir als Beobachter dann gerne? Wir beten zu Gott. Bitte, hilf meinem Sohn, meiner Tochter, meiner Freundin. Oder bitte hilf demjenigen aus dieser Misere raus. Bitte beschütze ihn und bitte führe ihn auf den richtigen Weg. Bitte, bitte, bitte. Ein Flehen zu Gott, damit demjenigen nichts zustößt und. Da könnte man einige Beispiele aufzählen. Doch spürst du, dass das Flehen, Bitten und Betteln dich selbst zwar in eine gewisse Beruhigung begibt, mit dem tröstenden Gefühl, dass man wenigstens nichts unversucht lässt. Jedoch schwelgt da eine Angst mit. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Du merkst schon, ein Bitten, Betteln und Flehen mit der dahinterstehenden Angst schenkt demjenigen, der in der Misere steckt, nichts Gutes. Immerhin sind wir ja alle miteinander auf energetischer Weise verbunden. Eine Sorge schwächt immer denjenigen, dem die Sorge gilt. Und das Vertrauen zwischen diesen zwei Menschen ist somit am Prüfstand. Einer zieht sich zurück und der andere sorgt sich umso mehr. Und nun kommt mein Ansatz, wo ich spüre, dass diese Variante die gesündere ist. Spüre mal hinein, wie diese Formulierung auf dich wirkt. Ich danke dir, Gott, dass du immer Acht gibst auf meinen Sohn, meine Tochter, meinen Partner. Oder ich danke dir, Gott, dass du in dieser herausfordernden Zeit bei meinem Sohn, meiner Tochter, meinem Partner etc. bist und schützend zur Seite stehst. Ich danke dir, Gott, dass du mit deinem Licht all die Schmerzen in dessen Herz auflöst und du Kraft schenkst, die gerade benötigt wird. Ich danke dir, Gott, dass du immer meine Kinder beschützt und du ein behütetes Auge auf sie hast. Ich danke dir, Gott, für deine Liebe und für den Frieden auf dieser Welt. Ich persönlich finde, dass dieser Ansatz der Dankbarkeit eine höher schwingende Intention ausstrahlt. Kein Flehen um Hilfe, sondern die Lösung ist bereits da, ausgedrückt mit der Dankbarkeit und dem Vertrauen, dass alles gut wird und gut ist. Was hältst du davon? Bei der nächsten Sorge um einen dir nahestehenden Menschen probiere diese Formulierung als Gebet aus. Erstens kommst du ins Vertrauen und dieses Vertrauen von dir ausgehend stärkt denjenigen, für den das Gebet gilt. Mit diesem heilvollen Ansatz schließe ich nun meine Botschaft ab und ich würde mich über deinen Kommentar freuen, wie du diese Art der Formulierung empfindest. Vielleicht praktizierst du dies bereits. Lass es uns wissen. Vielen lieben Dank und alles, alles Liebe.
Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.